Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um die Gier. Und die Gier hat viele Gesichter, genauso wie die Wahrheiten. Und die Wahrheit, ja, man könnte denken, dass es nur eine Handvoll Wahrheiten gibt und dass man sich der anschließen muss, die Wahrheit eines anderen, aber tatsächlich gibt es nur die Wahrheit in dir. Und jetzt könnte man annehmen, dass 7 Milliarden bei 7 Milliarden Menschen 7 Milliarden Wahrheiten gibt, aber das ist nicht so, denn ich glaube tatsächlich, es gibt eine weitaus geringere Anzahl von Wahrheiten und daraus erfolgten Mischkalkulationen. Mischungen sozusagen. Und diese Wahrheit in dir, die gilt es jetzt freizulegen. Und es gibt ganz viele, die einfach die Wahrheiten leben von anderen. Und das bricht jetzt nun auf. Und dann erleben wir ganz viel Disharmonie, weil jetzt spätestens nach einigen Wochen Quarantäne, was ja jetzt mittlerweile fast überall auf dem Erdball ist, sind wir an unseren Grenzen. Und dann gilt es nämlich mal endlich, sich mit dir selbst zu beschäftigen. Und viele von uns haben es halt vorher noch nicht getan. Und wenn du nicht irgendwo aus deinem Leben vor ein paar Jahren rausgeschmissen wurdest, sodass du gezwungen wurdest, da hinzuschauen, was deine Wahrheit ist und das immer weiter zu erkennen, immer weiter freizulegen, dann ist jetzt der Zeitpunkt da. Und du merkst es so wunderbar an den Menschen, die jetzt vor allen Dingen mit Aggression, Wut, Hass agieren. Und das sind genau diese Aspekte, die dir anzeigen, dass du nicht in Harmonie bist. Und dann könnte man sagen, ja, ist ja klar, dass du nicht in Harmonie oder dass ich nicht in Harmonie bin, weil aufgrund von den und den Aspekten bin ich es nicht. Und das ist sehr spannend, weil so deutlich waren die Aspekte zwar noch nie im Außen, aber sie waren schon immer da. Und die hast du vielleicht nicht gemerkt, weil es gab ja bisher immer wunderbare Ablenkungsmanöver. Und da hat ja jeder sich eine Bandbreite bedient, sei es ständig wechselnde Freizeitaktivitäten wie Sport, Freunde treffen, von einem Termin zum nächsten zu rennen, vielleicht familiäre Verpflichtungen, die du hast, aber auch Kino und so weiter. Also all solche Ablenkungsmanöver, die dich daran hindern, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt da, nämlich wenn du diese Wut und wenn du diesen Hass in dir spürst und dann gerne andere dafür verantwortlich machst oder auch gerne gegen andere schießt und nicht deren Wahrheit bestehen lässt, dann merkst du, da ist was nicht in Ordnung. Und dann macht es Sinn, sich endlich mit dir selbst zu beschäftigen und dein innerer Kanal freizuräumen, wie ich immer so schön sage. Es gibt dazu wunderschöne Meditationen. Ich habe in meinem Workshop Erhöhe deine Schwingung einen Lichtprozess gesprochen. Den kannst du jederzeit aktivieren, abrufen. Und es macht Sinn, dass man diesen Lichtkörperprozess jeden Tag macht, um einfach sein System freizuhalten von diesen negativen Energien, die momentan im Feld sind und die natürlich auch dich berühren. Und je größer dein Kanal ist, je sauberer, je weniger macht es dir nämlich aus. Und dann habe ich auch einen Workshop gemacht, der nennt sich Angstfrei. Und da geht es genau darum, wie ich mit meinen Ängsten umgehe, wie ich meine Ängste mir anschaue und wie ich sie dann entsprechend transformiere. So, und jetzt zu der Gier. Menschen sind geneigt, mehr und mehr ranzuziehen, vor allen Dingen im 3D-Bewusstsein. Und das haben wir alle gemacht, ich habe das auch gemacht. Man muss immer mehr, höher, schneller, weiter. Ich muss noch besser werden in dem, ich muss noch mehr Sprachen lernen, ich muss noch mehr Geld verdienen, ich muss noch eine bessere Position haben, ich muss noch mehr Ansehen haben und so weiter. Und genau das zeigt sich nämlich jetzt in dem Feld mit diesen ganzen
ja, mit diesen ganzen niedrigen Schwingungen. Also wenn du dich noch irgendwo in Aggressionen fühlst, wo du noch nicht mit dir im Reinen bist, dann hat das mit Sicherheit damit zu tun, dass du vielleicht nicht mehr gerade ranholen kannst, dass du auch vielleicht spürst, dass dies mehr, besser, schneller, weiter gerade nicht möglich ist. Und Good News, es wird niemals mehr möglich sein, nicht mehr in dem Ausmaß und in naher Zukunft wahrscheinlich gar nicht mehr. Denn es geht darum, rauszukommen aus deinen Beurteilungen, raus aus deinen Bewertungen, in die Leichtigkeit des Seins. Und das machst du wirklich mit der Anbindung mit dir, mit deinem Kanal, mit der Anbindung an die universellen Kräfte, mit der Anbindung an Mutter Erde. Und diese Gier-Hass-Geschichte, beschäftige dich da mal mit, meditiere und überlege, wo du noch die Gier, Hass, Neid, Missgunst und so weiter, Verurteilen, Beurteilung, Schuldsuchen in anderen, wo du das noch in dir hast. Bis ganz bald. Halte dein Licht aufrecht. Dein Körper ist viel größer, als du denkst. Deshalb entfalte dein wahres Potenzial. Bis ganz bald. Ciao, ciao.